Seit knapp einer Woche ist das Impfzentrum im schwäbischen Memmingen in Betrieb. Die Eröffnung musste verschoben werden, weil kein Impfstoff da war. Und auch jetzt könnte man mehr Menschen impfen, wenn mehr Impfdosen geliefert würden. Große Hoffnungen hatte man auf das Vakzin des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca gesetzt. Es kann in normalen Kühlschränken gelagert und auch in Hausarztpraxen gespritzt werden. Doch gerade für die besonders gefährdete Gruppe der über 65-Jährigen will die Impfkommission des Robert-Koch-Instituts offenbar zunächst keine Empfehlung aussprechen. AstraZeneca hat bei seinen Studien das Präparat zu 80% an Menschen unter 55 Jahren getestet. Auch in Bayerns Impfzentren muss man jetzt wahrscheinlich umdisponieren. Natürlich muss man dann auch sich die Priorisierung noch mal anschauen. Vielleicht rückt dann medizinisches Personal weiter nach vorne, dass man da schneller vorankommt. Das wird man bewerten müssen. Dazu gibt es in Bayern in Zukunft auch eine Impfkommission, die sich sowohl Härtefälle anschaut, als auch solchen Fragen widmen wird. In Memmingen ist auch ein Impfbus einsatzbereit. Der Minister tut alles, damit die Impfkampagne Fahrt aufnimmt. Wenn die EU morgen grünes Licht gibt, dann für unter 65-Jährige auch mit dem Vakzin von AstraZeneca. Wir haben sowieso zu wenig Impfstoff. Also je mehr wir haben, desto besser ist es. Und aus dem, was wir kriegen, machen wir das Beste. Wie viel Impfstoff AstraZeneca in den nächsten Monaten in die EU liefern wird, diese heftig umstrittene Frage blieb auch heute ungeklärt.